diese Person, also die Persönlichkeit von Romeo ist sehr stark. Die schon die erste Arie, was die, die, die was singt Romeo, ist, würde ich sagen, ein bisschen militärisch, ein bisschen ja, pathetischer. Trotzdem, Romeo für mich ist eine größere Romantiker, viel größere wie Damante. Ich würde sagen, Romeo bietet viel mehr, viel mehr. Also alles, Romantik, Tragik, also er ist sehr stark. Eine tolle Persönlichkeit. Ich habe ein großes Glück gehabt, hier in Paris mein Rollendebüt mit Romeo zu machen, weil ich habe die Regie gesehen und ich habe gefunden, wunderschön. Weil die Partie von Romeo ist so geschrieben, hier die Belcanto-Sachen brauchen Ruhigkeit auf der Bühne. Also ich meine nicht chaotisch laufen und gehen, logisch spielen, weniger Bewegungen, dafür singen. Sicher, das ist sehr spannend, so eine Rolle mit ihr zu machen. Das ist eine neue Rolle für Vesselina. Und ich glaube, dass das eine sehr gute Rolle für sie. Weil es natürlich die Kraft von diesem jungen Mann und auch die, wie sagt, how do you say, die Spontaneity. Ich
ich finde, Romeo, es muss ein junger Mezzosopranisten sein, weil man muss die gute Figur haben noch, also wenn man jung ist. Und die Stimme muss jugendlich sein und Koloratur auch haben. Und ich finde im Moment, das ist richtig für mich, Romeo. Viele Mezzosoprane versuchen, ihre Stimme in dieser Partie künstlich dunkler zu färben. Obwohl Vesselina eine zarte, kleine Stimme hat, wenn sie spricht, klingt sie wie ein Mann, wenn sie singt. Männlich. Ich will nicht sagen, es klingt wie ein Mann. Nein, es klingt maskulin. Es hat diese Qualität. Natürlich nicht so wie ein Bariton oder Tenor. Sie hat eine höhere Stimme, aber mit einer Tiefe, die tatsächlich männlich klingt. Wie sie Phrasen angeht und ihren Atem einsetzt, das ist schon sehr maskulin. Ich weiß nicht, wie sie es macht, aber es ist sehr gut. Du gehst auf der Bühne und du zeigst etwas von so vielen Leuten und du kannst nicht sagen, Entschuldigung, ich kann besser und wiederholen. Du musst im Moment zeigen, du kannst nicht zurück. Die nächste Vorstellung natürlich. Aber die Premiere ist das Wichtigste. Zum Beispiel jetzt. Und du musst zeigen alles, was du kannst. Das Beste.